Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft Rise of the Tomb Raider. Wahrscheinlich heißt es andersrum. Rise of the Tomb Raider. Oder einfach nur Rise of the Tomb Raider. Wahrscheinlich nur einfach. Ja, es heißt nur Rise of the Tomb Raider. Und wir sind noch immer mit unserem geilen Thermo-Unterhemd unterwegs. Und ziehen unsere Eispickel plötzlich aus dem Nichts raus. Guck mal, was hier so los ist. Sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus hier, was die hier eben gezaubert haben von Crystal Dynamics. Auf! Natürlich, man möchte es einmal ganz schön sauber machen, so dass es halt schön aussieht. Und dann stirbt man direkt, bevor man hier. Oh. Man konnte da noch gar nicht aufstehen. Ups. Okay. Gut, dann haben wir wieder was zu lernen. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Oh. Ja. Ich fürchte, da hat der Trinity-Orden ein paar Probleme. Nicht. Ah, guck mal, da oben sind wir das letzte Mal gewesen. Ja. Jetzt sind wir hier unten. Wie schön. Was ist denn das? Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer? Gut. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Wie geht denn das? Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft.
Ah, jetzt habe ich gerade natürlich alles, was ich brauche, weggemacht, ne? Egal. So, dann kann ich hier weiter. So, wie kann ich nochmal schleichen? Ups, das war knapp. Ich habe übrigens die Untertitel angeschaltet und so ein bisschen an den... Soundoption geschraubt. Damit das hier was besser klingt. Und damit ihr die Dialoge besser verstehen könnt. Oh. Gut. Ich kann nichts für ihn tun. Ich kann ihn plündern. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Er ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das... Das war doch mal... ideal. Nein. Nein! Ich wollte die Munition wiederherstellen. Regt mich auf, dass ich nicht schleichen kann. Na? Da kommen noch mehr von ihnen. Willst du das mal runter? Bis wir jemanden hier haben, der die Pumpe ausschaltet, will ich die Kiste möglichst weit weg vom Feuer haben. Sofort! Munition drin.
Waffe her. Sind wir sicher? Habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht mal. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis überläuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Wo sind die denn hin? Da stehen noch welche rum. Da ist noch einer. Ja, da muss ich hoch. Das ist mir im Moment aber egal. Das habe ich. Den habe ich. Du gehst gefälligst da hoch. Ich habe ich auch. Liegt hier noch etwas? Nee, da habe ich aber irgendwas glitschen sehen. Ja, mal gucken, was ich hier machen kann. Gut, die Frage war, ob das irgendwas genützt hat. Ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht und ich weiß, dass du das nicht gut findest, aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist, aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Natürlich dumm, ne? Die einstellen, dem man nicht glauben kann. Neue Ausrüstung. Teil. Neues Ausrüstungsteil gefunden, ja. Ja, ich habe noch immer keine Pistole, sondern immer noch zwei Teile einer Pistole. Ne, die kann ich nicht abschießen. Bleibst du wohl da, wo du... So. So. Nein! Boah. Verdammt nochmal. Kannst du nicht einfach, wenn ich hier vorne bin,
da drauf klettern. So wie du es machen solltest. Okay.